Child of Mine von Guns N' Roses von ihrem Debütalbum Appetite for Destruction aus dem Jahre 87 mit dem damals gerade einmal 23 Jahre alten Michael Andrew McKagan am Bass. Besser bekannt als Duff McKagan. In diesem Video zeige ich dir in 5 verschiedenen Level, wie du diesen Song auf dem Bass spielen kannst. Von super einfach Level 1 für absolute Anfängerinnen und Anfänger bis zum Level 5 Duff McKagan Level. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch einen Bass. Super, los geht's! Bevor wir loslegen, die Gitarren und der Bass sind auf dem Song einen halben Ton nach unten gestimmt. Daher stimmen wir zuerst deinen Bass auf S, Ass, Des und Ges. Im Level 1 spielen wir eine einfache Grundtonbegleitung. Die Grundtöne, die wir brauchen, sind das D im 5. Bund auf der A-Seite, das C im 3. Bund auf der A-Seite, dann das E im 3. Bund auf der E-Seite und wieder das D im 5. Bund auf der A-Seite. Als Rhythmus spielen wir einfach das, was die Bassdrum des Schlagzeugs so spielt. Los geht's hier mit dem D auf der A-Seite im 5. Bund. Dann runter zum C. 3. Bund auf der A-Seite. Jetzt runter zum G im 3. Bund auf der E-Seite. Und dann wieder zum D im 5. Bund auf der A-Seite. Alles klar? Dann spielen wir das Ding einfach einmal zum Song. Los geht's. 2, 3, 4. Im Level 2 spielen wir wieder nur die Grundtöne, spielen aber zusätzlich auf die C-Zeiten 2 und 4 eine Dead Note und orientieren uns auch wieder am Schlagzeug. Doch kurz mal Stopp, was ist eine Dead Note? Als Dead Note wird ein Ton bezeichnet, der keine genau definierte Tonhöhe besitzt, sondern eher einem dumpfen Klacken gleichkommt und somit eher perkussive als tonale Funktion hat. Eine Dead Note erzeugst du, indem du die zu spielende Seite, hier zum Beispiel die A-Seite, einfach abdämpfst und anschlägst. Aufgeschrieben wird die Dead Note einfach als X auf der jeweiligen Seite, auf der du sie spielst. Hier auf Level 2 unterstützt es einfach die Drums, indem es die Snare-Schläge, die auf die 2 und die 4 kommen, mitspielt. 2, 3, wieder beim D los. Runter zum C. Lass uns das zum Song einmal spielen. 2, 3, 4. In Level 3 fügen wir zu den Grundtönen ein paar Übergangstöne zwischen den Akkordwechseln zu. Oder wie Duff sagen würde, a root note through a whole thing. It's just not interesting. Durch das Spielen von Übergangstönen und nicht die ganze Zeit auf den Grundton bleiben, wie Duff es ausdrückt, bekommt die Basslinie einen melodischen Touch. Ein guter Weg damit zu starten ist, indem du jeweils auf die 4 und die 4 und vor dem jeweiligen Akkordwechsel zwei Töne spielst, die zum nächsten Grundton hinführen. Wir haben drei Akkordwechsel, einmal vom D zum C, dann vom C zum G, dann vom G zum D und dann quasi wieder zurück zum C. Beim Akkordwechsel vom D zum C spielst du einfach die leere A-Seite und das H auf die 4 und die 4 und quasi vom C zum G spielst du quasi einfach nur die leere E-Seite und das Fis. Der Übergang wäre dann quasi und vom G wieder zurück zum D spielst du einfach die beiden Töne C und Cis, um wieder zum D zu kommen. Klingt dann so. Und zusätzlich, sozusagen als Level 3,5, spielen wir noch im 8. Takt ein Bassfill, was Duff im gesamten Song so oder auch in leicht abgeänderter Form immer wieder spielt. Also los geht's hier mit dem D im 5. Bund auf der A-Seite, dann brauchst du das A im 7. Bund auf der D-Seite, dann spielst du eine Dead Note auf der A-Seite, greifst wieder das D im 5. Bund und dann spielst du das G und das Fis im 4. Takt auf der D-Seite. Klingt dann insgesamt so. Nochmal.
findest alle Noten und Tabs übrigens auch nochmal zum Nachlesen und in Ruhe zum Üben unten in der Videobeschreibung, ist völlig kostenlos. Haben wir alles zusammen? Dann lass uns Level 3 einmal zum Song spielen. 2, 3, 4. Im Level 4 nähern wir uns dem Sound von Duff McKagan an, indem wir statt mit den Fingern mit einem Plektrum spielen. Mit einem Plektrum erreichst du einfach einen viel aggressiveren, höhenreicheren Sound und es ist einfach die Art und Weise, wie Duff spielt. Hör einfach mal, wie der Bass sich isoliert anhört. Neben dem, dass du gut hören konntest, dass Duff mit dem Plektrum spielt, ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass er einen Chorus-Effekt benutzt. Um den Unterschied klar zu machen, spielen wir mal mit Fingern und dann mit Plektrum und Chorus. 2, 3, 4. Wie war das vorhin nochmal? A root note through a whole thing. It's just not interesting. Im Level 5, im Duff McKagan Level, zeigt Duff uns ganz viel Melodie und jede Menge geschmackvolle Licks. Beim Übergang vom D zum C spielt er dieses eingängige D-Dur-Arpeggio. Also wir sind quasi hier bei D. Dann hier das Fis im vierten Bund auf der D-Seite und das A im siebten Bund. Dann wieder das Fis. Die leere A-Seite spielt quasi. Dann ist er beim C. Und wenn er vom C runter zum G spielt, spielt er quasi dir diese Tonleiter vom F aus. Quasi hier vom dritten Bund auf der D-Seite. Zweiter Bund D-Seite. D im fünften Bund auf der A-Seite. Und das C im dritten Bund auf der A-Seite. Um dran runter zum G zu kommen. Klingt dann so. Und der Lauf vom G zum D, das ist ein echtes Markenzeichen vom Bass, jede Menge Chromatik. Was spielt er? Also er spielt einmal hier das G, dann Dead Note auf der E-Seite, hoch zum F, im dritten Bund auf der D-Seite, Fis vierter Bund hoch zum G. Und dann eigentlich das gleiche Prinzip nochmal, nämlich hier vom H, zweiter Bund A-Seite, C und Cis, dritter und vierter Bund, um zum D zu kommen. Also. Nochmal kurz langsamer. Und dann ist er hier beim D und dann spielt er dieses Lick, was wir, oder dieses, ja, dieses Fill-In, was wir vorhin schon gemacht haben. Bitte denke daran, dass Duff diese Linie nicht den ganzen Song überspielt, sondern die gesamte Basslinie die ganze Zeit variiert. Dann haben wir alles zusammen, dann lasse uns Duff McKagan's Level einmal zum Song dazu spielen. 2, 3, 4. Ich wünsche viel Spaß beim Jam zum Song. Die Notentabs findest du völlig kostenlos unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Alex von eberslern.de. Ciao.